Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Letzte Folge haben wir hier vor den Toren Milites einen Territorialkampf beschritten, den wir natürlich auch erfolgreich geschafft haben. Mero liegt wieder in den Händen Rubrums. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer, weil ich nach diesem Territorialkampf ein bisschen hier noch unterwegs war, habe ein bisschen was, ja, ein paar Animes gesammelt, war auch in dieser Höhle dort von Betnell. Ich weiß gar nicht, wo ich überall anfangen soll. Ich fange einfach mal an, ich war einfach nochmal in der Johanra-Region, habe da mir ein paar Animes zugute geführt und einen grünen Chocobo sogar gefangen. Und dann war ich sogar nochmal hier in dieser Tropfsteinhöhle und habe einfach mal just for fun gegen einen Behemoth gekämpft und sogar gewonnen. Aber leider, entweder war ich zu dumm und habe vergessen zu speichern, oder irgendwas ist, da es ja jetzt ein Update gab, irgendwie ist der Speicherstand verschwunden. Unfassbar. Und ich hatte einen grünen Chocobo. Naja, egal. Wir machen einfach mal weiter. Ich will dann einfach mal diesen Behemoth nochmal bekämpfen. Dazu nehmen wir hier gleich den Auftrag an von Shigeto. Das haben wir uns ja schon mal durchgelesen, dass er Mitglied einer Speleologengilde ist und uns ja gern bittet, einen von diesen Behemoths im der Tropfsteinhöhle von Bethnell zu besiegen. Dafür sollten wir Stufe 55 sein. Ace ist 51, das sollte aber reichen. Und dann gehen wir einfach mal da hinein. Schauen wir mal, ob wir Mitglied werden können. In Le Gilde. No. So, nur aber. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, das waren, ja, lass mich lügen, vielleicht 1,5 Stunden. Die mir jetzt flöten gegangen sind. Aber am meisten regt mich auf, dass dieser grüne Chocobo weg ist. Egal, wir müssen uns jetzt erstmal mit einem Behemoth begnügen und da ist gleich schon der erste down. Aber Ace ist ja Gott sei Dank so stark, dass wir hier gut Schaden machen bei diesem Behemoth. Auf jeden Fall sollten wir immer schön auf Abstand sein. Und wir können ihn gern gut kritisch treffen nach einer Attacke, die er ausgeführt hat, wie wir das eben gesehen haben. Aber natürlich nur, wenn er uns angegriffen hat. Schwanzattacke ist nicht zu verachten, wie wir hier sehen. Und jetzt geht er wieder auf uns. Das heißt, wir können und jetzt, genau, da ist der Moment. Und drauf, Leute! Er ist gleich down! Ja, wir gehen beide noch drauf. Ah, wir haben es geschafft. Der Auftrag ist erledigt. Den saugen wir uns noch ein, kriegen ein Monsterhorn und eine weiße Anime. Deswegen hat mich das auch gewundert, als ich den Behemoth zum ersten Mal besiegt habe, war das Monsterhorn auch noch da. Und als ich dann mal geguckt habe, es ist alles verschwunden. Es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, egal. Wir haben den Behemoth erledigt. Damit den Auftrag abgeschlossen. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Hier diese Frau. Ja, will immer noch 40 türkise Anime von uns haben. Ich glaube, die hatte ich auch. Nachdem ich, wie gesagt, da rumgerannt bin. Ein paar Monster besiegt habe. Aber, ja, was soll ich sagen? So. Dann wollen wir gleich mal zu ihm gehen und gucken, was er jetzt zu uns zu sagen hat. Auftrag abgeschlossen. Mit dem Behemoth konntest du es also aufnehmen. Nicht schlecht, aber bilde dir bloß nichts darauf ein. Für die vier herausragendsten Höhlenforscher unserer Gilde ist diese Höhle gerade mal zum Aufwärmen da. Der Luhandra-Vulkan, eine Welt voll kochend heißem Magma im Westen des nördlichen Togo rät. Der Krater der Ultima-Bombe, deren Monster durch die Ultima-Strahlen nur noch blutrünstiger wurden, und die Monsterschlucht, in denen die Morbole die Herrschaft an sich gerissen haben, das sind die Orte in Oriens, die eure kühnsten Fantasien übersteigen. Dann mal frohen Mutes voran, die Zukunft unserer Gilde hängt von jungen Leuten wie dir ab. Willkommen an Ausgabe Erhabenes Feuer, und soweit ich mich da jetzt dran erinnern kann, sollte es ein Azizuar sein. Sortieren. Ja, Erhabenes Feuer. Feuermagie plus 30, MP minus 40.
ist gar nicht mal so schlecht. Also, dass es mit dem MP ein bisschen runtergeht, ist zwar ein bisschen doof, aber Feuermagie plus 30, das ist doch schon mal was Nettes. Jo. Damit haben wir hier diesen Auftrag erledigt. Und mir fällt da gerade ein, da gab es doch so einen Typen in Togua, war es, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht irre. Der hatte auch einen Auftrag für uns. Da läuft so ein... Schnapp mir erstmal diesen Chocobo. Da läuft irgendwo an der Inzma-Küste so ein... Ja, sei es ein Soldat oder sowas. Erstmal gucken, wo kommen wir denn da hin? Ja, einfach straight. Die Inzma-Küste liegt ja im Südosten. Da diese vereinzelten Inseln da. Da reiten wir mal direkt hin. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ein Mann in Togua, der hat... Der möchte... Was war denn das? Ja, wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube, er möchte irgendein Fest veranstalten. Doch, die Leute können nicht kommen, weil da irgend so ein komischer Penner rumrennt, der sie alle... Oder vor dem sie alle Angst haben. Der war auch Stufe... Lass mich lügen, 50 oder sowas. Ace ist ja hier 51. Das sollte, denke ich, klar gehen. Hoffe ich mal. Und daher reiten wir da jetzt einfach erstmal frohen Mutes drauf los. Es ist ja schon fast in der Heimat wieder. Die Region. Ja, Ruprum liegt ja da auch gleich rechts gelegen von uns. Kalter Kaffee, lecker. Hallo, Krater. Es regt mich echt auf, dass der grüne Chocobo weg ist, ne? Da hätte ich endlich mal ein paar neue Chocobos züchten können. Nein! Gibt's auch gar nicht. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Und ich finde nochmal wieder einen. Werde dann einfach mal bei Zeiten wieder zurück in die Luhanra-Region reisen und mich da nochmal ein bisschen mit den Monstern bashen. Ein paar Animes sammeln, damit wir unsere Zauber noch ein bisschen hochkriegen. Das wäre doch mal eine Idee. Ich habe gerade hier in Erinnerung, dass es hier auch noch eine Höhle gab. Ist dem so? Bin mir gerade nicht sicher. Gab es hier auch eine Höhle? Ja, da gucken wir vielleicht dann gleich nochmal nach. Diesen Auftrag hier würde ich gerne noch abschließen. Wenn ich es denn schaffe. Und dann geht's aber... Chocobo, tschüss! Und dann geht's aber zurück zum Campus. Ich habe da nämlich endlich mal Bock, die fette Big Mission zu erledigen. Bin da ja echt schon ein bisschen fickerig drauf. Wird bestimmt mega. Da ist Chocobo, den wollen wir gleich mal wieder... Mit vier... Hier keine schwarzen, roten Zahlen schreiben, was die Chocobos angeht. Ja, ich habe ja schon genug hinblättern müssen bei dem letzten Territorialkampf. Das heißt, auf jeden Fall nochmal Chocobos züchten, wenn wir zu Hause sind. So, hier ist Togua und betreten. Neue Einträge, ja. Diese Einträge, da werden wir uns vielleicht auch nochmal eine ganze Folge beschäftigen. Mal gucken, was wir da so Interessantes noch alles erfahren. Bist du derjenige, welche? Hallo. Ich habe einen Traum. Genau, ich glaube, das ist er. In dieser Stadt will ich ja Nummer 1 in ganz Orient machen. Die meisten Bewohner haben schönsten Häuser, verdienen in Liebe für unsere Stadt. Und dafür will ich ein Fest veranstalten, das Togua-Fest. Allerdings beunruhigen mich die Gerüchte über einen kokorischen Soldaten, der sich in der Inzma-Küste herumtreiben soll. Bei solch unheimlichen Gerüchten wird doch niemand zu meinem Feste kommen. Ich bitte dich, räumt diesen Soldaten aus dem Weg. Das ist der 51. Sollte eigentlich machbar sein. Besiege den konkordischen Soldaten, der sich an der Inzma-Küste herumtreibt, solange er für Angst und Schrecken sorgt. Wird niemand zu meinem Feste kommen. Für diesen Auftrag solltest du mindestens Stufe 51 erreicht haben. Bist du sicher, dass du diesen Auftrag gewachsen bist? Jo, hab Dank, mir geht es schon viel besser. Ach, diese Aufregung. So. Dann gehen wir mal... Oh, ich speichere mal. So, ich hoffe, es hat jetzt gespeichert. Extra nochmal nachgeguckt. Aber eigentlich war der Speicherstand von dem Datum an, wo ich... Oder auch nicht? Doch. Ach, weiß der Geier. Ist ja auch egal jetzt. Wir machen uns mal auf den Weg zur Inzma-Küste. Ich nehme nochmal einen Chocobo. Und steige dann mal bei der Inzma-Küste ab. Ich bin da ja, wie gesagt, schon einmal lang geritten. Bin aber nicht abgestiegen. Von daher weiß ich nicht, was da sich so für Monster rumtreiben. Wenn da natürlich jetzt sich starke Viecher herumtreiben, dann wird es A, einmal interessant, ob meine Charaktere das überhaupt überleben. Und B, dann sowieso nochmal interessanter, ob sie dann diesen komischen konkordischen Soldaten überleben.
nämlich. So, wir sind jetzt hier an der Innsmar-Küste. Da ist so ein komischer Blob. Keine Ahnung, der ist bestimmt wieder mega stark. Sollte ich das mal ausprobieren? Ich probiere es einfach mal aus. Bin mal so mutig. Gefechtsbeginn. Aha, Stufe 99. Na, Sigi. Innsmarin. Oh, bist du weg? Ein Schaden. Ich glaube, das... Machen wir so lange, bis wir... Oder bis er keinen Bock mehr hat. Oh Mann, weg! Gott sei Dank. Er ist Gott sei Dank etwas schwerfällig. Jo, Seven hat es zerrissen. Das ist unschön. Hätte ich es mal gelassen. Stufe 99, das ist natürlich schon hardcore. Juice, machst du auch irgendwas, oder? Steht da neben dem Pudding und weiß gerade nicht, was sie machen soll, wa? Wie das aussieht. Oh, jetzt wird sie ein... Oh. Ja, wir machen schon mehr Schaden. Wahrscheinlich daran, dass ich hier gerade einen anderen Status hatte. Ich habe keine Lust mehr. Wir können mal weglaufen? Können wir weglaufen? Ich würde gern flüchten. Hallo. Ich würde gern fischen. Und hier weg? Deuce. La la la. Er sieht mich nicht, ne? Ich bin auch gar nicht mehr da. Also ich bin eigentlich auch schon weg. Kann man hier irgendwie... Nee. Oh, komm hier nicht weg! Ja. Verzieht er sich jetzt, oder? Oh, ich setze mich einfach mal hier auf den Stein. Dann warte ich mal ab, ob irgendwas passiert. Ich kann hier auch nicht. Kann ich hier? Nein, ich kann hier nur Reservemitglieder eintauschen. Also ich möchte nicht mehr gegen diesen Pudding kämpfen. Es sei denn, ich kämpfe jetzt hier 5 Stunden lang gegen ihn. Und verbrate alle meine Charaktere. Ich meine, ich habe mir ja schon mächtig wenig abgezogen, ne? Ach, guck mal. Das ging doch eigentlich gerade ganz gut. Hat mal. Ich mich irre. Boom, guck mal, das geht doch eigentlich ganz einfach. Muss ich nur mal im kritischen Zustand mal treffen. Das geht doch klar, Leute. Come on, greif mich doch mal an. Greifst du mich an oder nicht? Oh mein Gott, come on. Tu doch mal was. Tu mal Pudding. Boah, das gibt's doch gar nicht. Bist du so blöd oder tust du nur so? Stufe 99 und kannst nichts oder was? Das ist unfassbar. Oh, jetzt. Guck mal. Boom! Sehr schön. Ich glaube, das ist doch eigentlich ein recht easy Pudding. Boom! Guck mal, ist gleich down! Ja, Queen, man... Nein! Ist das sein Ernst? Alter Schwede. Das regt mich jetzt auf. Er ist kurz vorm Abnippeln und dann verpisst er sich, oder was? Jetzt bin ich noch mehr böse. Das ist ja unfassbar jetzt, ne? Das kann ja nicht sein. Ja, jetzt muss ich erstmal leider zurück zu einer Stadt und meine gefallenen Charaktere wieder aufkratzen. Es tut mir leid. Aber das gibt's doch gar nicht. Da ist er kurz vorm Fall und dann verpisst er sich, oder was? Ich fass es nicht. Also heute läuft es ja wirklich rund, muss ich mal behaupten.
Chocobo auch wieder gefangen. Da ist eine Stadt, da gehen wir mal kurz rein, damit wir uns wieder... Das ist sogar Tugur. Ja. Unsere feinen Charaktere. Aber diesen Pudding, den werde ich nochmal versuchen, definitiv. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Dass der sich einfach verpieselt. Kurz vorm... Das ist unfassbar. Ja, danke. Und zurück. Ist nicht so einfach hier heute. Chocobo. Ich muss meine Chocobos wieder einfangen, die ich hier verbrate. Besser ist das. Komm so her. Komm so her. Got you. So, nein. Da sind wir richtig. Da geht's zur Insmar-Küste. Glaube ich. Nope. That was wrong. Mein Gott. So, hier ist noch ein. Rechts rum. Region. So, jetzt aber. Rüber an der Teiche. Jetzt ist der Pudding weg. Da ist er wieder. Na, mal gucken. Ich werde jetzt erstmal gegen diesen Kommandanten hier kämpfen und dann mich vielleicht nochmal an diesen Pudding hier versuchen. Der ist ja eigentlich recht easy. Auch wenn er Stufe 99 ist. Ich steige jetzt erstmal ab hier. So, wo bist du denn? Werter Herr. Konkordischer Soldat. Kann ich hier eigentlich auch überlaufen? Nein, keine Tango mit Chocobo. Das ist natürlich lustig. Wenn man jetzt hier keinen Chocobo mehr hat, dann war es das, glaube ich. Kann man nur zurück zur Akademie. Da seht ihr auch was. Hello. Gibt's hier keine Kämpfe? So wie es aussieht, ist es hier kampffrei. Kampffreie Zone. Schnüffeln wir hier einfach mal wieder rüber. Guck mal da hinten irgendwo hin. Da hinten konnte man noch ein bisschen weiter lang, glaube ich. Versuche ich mich jetzt erstmal hier, ob ich hier irgendwo einen Kampf provozieren kann. Das geht auch schon einer. Nee, das war er leider nicht. Ich weiß auch gar nicht. Müsste ich vielleicht sogar da hinten hin? Bin ich sicher. Ich provoziere jetzt hier nochmal ein, zwei Kämpfe. Vielleicht ist der ja mit dabei. Nö, da war er auch noch nicht dabei. Ich, ja, komm her. Hab's zwar nicht mehr so an Chocobos, aber wir rennen da mal rüber. Den muss ich doch hier irgendwo rumtreiben. Der Wicht. Achso, ja, da fällt mir gerade ein, wo ich hier diese Wüste sehe. Ich hatte sogar gegen einen Kaktor gekämpft in der Luhanra-Region. Das war auch sehr interessant. Ich habe sogar auch gegen ihn gewonnen. Weiß jetzt nicht, ob das was Besonderes ist, aber er ist ja sonst auch immer sehr schwer zu treffen, diese kleinen Racker. Zumindest war es in den anderen Teilen immer so. Hier ist auch noch so ein verkackter Pudding. Da sind mehrere, oder? Da kann ich mich ja nochmal rächen. Revenge! Bloody Revenge! Ich habe irgendwie... Scheint es hier auch nicht weiter zu gehen. Ne? Nope, nope, nope. Was ist das denn? Da sind diese Felsen. Das sieht so ein bisschen verdächtig aus hier. Ja, dich kümmere ich mich auch gleich nochmal durch. Oh, guck mal. Da passiert was! Ja, da ist er doch. Mann, ist der klein. Was zum Geier? Der ist aber ziemlich schnell. Ich bin ja gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen.
Ob da hatte ich Glück, dass mein Auto ausweich angegangen ist. Gut, das ging aber fix. Konnte man dann leider nicht beschützen? Aha. Okay. Das ist eine Kiste. Eine Kiste. Öffnen. Schutzemblem. Mhm. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ist ein bisschen Punkt da. Nee. Okay. Interesting. Wir haben auf jeden Fall den Auftrag abgeschlossen. Ja, jetzt nochmal gegen ihn kämpfen, oder was? Ah! Wer bist du denn? Adamant Haimai. Interessant. Stufe 51 sollte vielleicht machbar sein. Ich hau einfach mal alles rein, was geht hier gerade. Das ist jetzt ziemlich lame. Langsam, meine ich. Ja, du musst auch nicht deine Würde spielen vor dem Ding. Boah, ist der weg. Ich kann ja auch nicht wieder zurück, so wie ich das gerade gesehen habe. Da da hinten jetzt so ein Schutzwall ist. Aber ich meine, es tut ja auch gerade nicht viel. Es sei denn, es bereitet gerade was vor. Eieiei. Verfolgt mich da gerade was? Ist das ein Hauch oder was? Wow, ich stehe gerade in seinem rechten Flügel. Immer schön auf Abstand bleiben. Wow. Er ist echt fucking big. Oh oh. Oh, Kieze, Alter. Sehe auch noch gerade keine Schwachpunkt. Beziehungsweise kam noch kein kritisches Ziel, was ich treffen kann. Gott. Ich glaube gerade alles. Da wäre sein Hauch. Sehe schon wieder nichts. So, zwei Leisten müssen wir noch abziehen. Dann war es das hier mit dem Viech. Ich frage mich, ob meine Leute auch gerade was tun oder ob ich der Einzige bin, der hier Schaden macht. Ihr habt gerade gesehen, dass Kühl auch mal zugestochen hat. Das ist ja ein Träumchen. Wow! Es gibt aber auch keinen Punkt, wo man ihn mal wirklich treffen kann. Seven ist gestoppt. Nun komm schon. Die Dinger, die da rauskommen, irgendwie. Die Schaden machen sie nicht. Also sie hat keine Gewaltattacke, so wie das hier aussieht. In your Gesicht. Mal gucken, ob wir hier die... Nee, haben wir nicht. Ich wollte gerade mal hier die eine Attacke anwenden, aber... Let's do this. Oh, da kommt's ja. Und ist ein Schwarm. Und was... Da ist gerade was passiert mit der... Ich habe die Trinität ja noch hier eingeschalten. Oh, jetzt hier, guck mal. Da war das zum ersten Mal. Zum ersten Mal seine kritische Stelle gesehen. Aber auch nur kurz. War es wahrscheinlich eh bald mit ihm hier. Er ist ja eigentlich. Er ist ja echt schwach, ne? Sagen. Ich bin gestoppt. Jetzt geht's weiter. Autsch.
Schon wieder gestoppt. Nein, jetzt hier nicht auf dem. Was haben wir denn hier? Wilde Karte. Game over. Guck mal, wie langsam die fliegt. Ah, da hätte ich ihn fast. Ah, Mann. Schluck. Hornplatte. Gibt's hier wieder eine Truhe? Nö. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock, mich da nochmal wieder hin zu dieser Küste zu begeben. Wir wollen erstmal diesen Auftrag hier beenden. Sei denn, ich guck grad mal. Haben wir, wie viele Leute haben wir verloren? Wir haben 2 bis jetzt verloren. Ja, komm her. Machen wir nochmal Revenge beim Pudding, würde ich sagen. Wenn jetzt hier irgendwo einer ist. Jetzt haben sie sich verpinkelt, wa? Unfassbar. Okay, alles klar. Den Weg zurück finden wir bestimmt noch einen. Dann machen wir den noch platt und dann soll es das auch erstmal wieder für diese Folge gewesen sein. Sehr bettelig. Komm her! Revenge! Jetzt mache ich dich sowas von platt, du Pudding, und weh, du verpinkelst dich, Alter. Dann gibt's so. Oh Mann! Hallo? Fokus! Einmal? Zweimal? Immer schön für dich treffen. Komm, bleib mir doch mal an! Einmal? Komm auf. Ich bin auch alleine. Mal ein paar andere Leute noch reinholen. So, jetzt aber komm, 2-mal noch. Was denn? Gibt's doch gar nicht. Jetzt halt. Damas! Revenge! Bloody Revenge! So, guck mal hier, ein Kristallsplitter. Perlmutt-Anima. Mhm, interessant. Ich würde auch gerne mal wissen, wie viele Erfahrungspunkte das gerade gab. Ist hier noch einer? Ich würde das gerne nochmal ausprobieren. Das ist natürlich weg. Hier müssen wir dann wieder rüber. Neblig! Haben wir hier vielleicht noch einen Pudding? Wir waren noch vorhin 2. Naja, gut. Okay. Egal, soll uns erstmal nicht kümmern. Reiten wir zurück. Gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Da ist noch einer. Sollte ich es? Gehen wir mal kurz ins, gleich nochmal ins Menü gucken und mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte der gibt. Wir haben hier Gruppe Ace. 1, 2, 3, 1, 9, 5. Merken wir uns mal die Zahl. Versuchen wir es nochmal hier. Komm. Komm. So was? Ja, mal schön auf mich. Ich bin ein gutes Ziel. Pudding, weißt du? Ist ja lächerlich! Oh, tschüss, Marianne! So, dann wollen wir gleich mal gucken, wie viel es das denn jetzt gebracht hat. Gruppe! Da waren ja gerade mal 3000 Erfahrungspunkte. Ist ja aber jetzt schwach für einen Level 99 Pudding. Nee. Lame. Hier gehen die Chocobos aus. Das heißt, es wird Zeit, dass wir zurückgehen in die Akademie. Und die Zeit hier ist auch schon wieder. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Jetzt wollen wir mal schnell, schnell, schnell machen. Zeit schreitet voran. Da geht's lang.
Okay, diese Puddinge sind ja echt, naja, weiß nicht. Gibt zwar vielleicht ein paar ganz tolle Sachen bei denen, aber so erfahrungspunktemäßig haut mich das jetzt nicht vom Hocker. Aber auf jeden Fall mal interessant, dass es hier noch ja, ein bisschen über die Küste hinaus zu einer kleinen Bucht geht, wo man dann gegen ein paar Gegner kämpfen kann. Steigt wahrscheinlich jetzt, da kommen wahrscheinlich jetzt immer andere Gegner. Oder eventuell nur der Adamantaimai. Wäre auf jeden Fall nochmal Grund, da hinzugehen und nochmal ein bisschen auszuprobieren. Jo, hallo Tugua. Jetzt kannst du dein Fest hier veranstalten und die versuchen, die größte Stadt hier zu werden. Bis wir nicht schaffen. So, alle wieder heile. So, Buab, da bist du ja. Auftrag ausgeführt. Vielen Dank. Nun bin ich der Erfüllung meines Traums einen Schritt näher. Ein Diamantenschild. Okay. Wollen wir gleich mal gucken, was das so kann. Azizuars. Einsehen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Patrone und Impulsschutz plus 40. Sehr gut. Okay. Würde sagen, ich werde mich hier jetzt gerade noch mal vor den Toren ein bisschen umgucken. Vielleicht kann ich hier noch in eine andere Stadt rein, da noch einen Auftrag machen. Aber dann geht's zurück zur Akademie. Das ist auf jeden Fall versprochen. Wir gehen erstmal in den Endscreen. So, das war doch mal wieder eine interessante Folge, wie ich finde. Wir haben es mal mit ein paar Brocken aufgenommen, darunter der Behemoth, der eigentlich ziemlich leicht von der Hand ging. Dann haben wir noch einen Auftrag angenommen hier in Togur für den, ja, für den einen Typen, der hier ein Dorffest veranstalten will. Wir sollten zur Insmar-Küste und dort einen kokordischen Soldaten erledigen. Haben wir dann auch recht fix getan. Der war ziemlich einfach, wie ich fand. Die Stufenempfehlung fand ich ein bisschen lächerlich. Interessant war dann noch, dass wir dann nochmal wieder hingehen konnten und gegen einen Adamantaimai kämpfen konnten. Auch sehr interessant. Und dieser verkackte Pudding, eigentlich recht einfach für Level 99, jedoch wenig Erfahrungspunkte, wie ich finde. Ja, vielleicht ein paar gute Objekte, die ihr hinterlässt. Aber das war's dann auch schon. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, denke ich mal, nochmal hier vor Togur wieder. Und ansonsten dann in der Akademie. Vielen Dank fürs Einschalten und bis später.